Okay, ich habe keine Ahnung, ob wir Zuschauer haben. Das werden wir im Nachhinein sehen. Wir haben mindestens einen. Mindestens einen? Wen denn? Pirata. Jürgen. Okay. Jürgen, guck mal. Jürgen, hallo, hallo Jürgen. Okay, dann herzlich willkommen. Das ist jetzt das, weiß ich gar nicht wie vielte, fünfte, glaube ich, vierte oder fünfte Interview. Ich glaube, das millionste. Das millionste Interview, Kandidateninterview für den Landesvorstand. Matthias, kurzfristig Kandidat für den Landesvorsitzenden, hat sich jetzt hier, nicht ganz so kurz, also nicht spontan auf der Versammlung, immerhin und so zwei Wochen vorher, oder wann warst du im Wiki? Naja, die Überlegung war schon ein bisschen länger, also wir hatten schon ein bisschen länger darüber nachgedacht und dass Thuma nochmal kandidiert hat, hat die Überlegung so ein bisschen nach hinten geschiftet und deswegen ist etwas kurzfristig dann also noch hat's hier vorgekommen. Also okay. Wir hatten das eigentlich. Ich hatte schon länger mal drüber nachgedacht oder auch mit anderen darüber diskutiert und gesagt, mach es. Und dann habe ich gedacht, tu mal. Ist eigentlich ein ganz guter Kandidat, hat einige Defizite. Und dazu kommen wir dann ja gleich. Dazu kommen wir gleich, ja. Okay, dann haben wir also auf jeden Fall wieder Lara da, die schönen Fragen stellt. Und ich versuche auch was zu fragen nebenher. Und der Matthias versucht uns Rede und Antwort zu stehen. Ja. Legen wir doch einfach los. Dann fangen wir an zu deiner Person. Wie heißt du? Wie alt bist du? Was machst du beruflich? Okay, also wie schon gesagt, Matthias Geining. Der Nick auf Twitter heißt Ketzer, aber sollte man sich nicht so darauf verlassen, dass ich da mal darauf antworte. Das dauert meist ein bisschen länger bei mir, weil ich das nicht ganz so regelmäßig sehe. Bin 45 Jahre alt, Diplom-Informatiker, arbeite in der Projektabteilung einer Frankfurter Bank, kümmere mich um kleine und große Projekte im IT-Bereich, alles was anfällt. Hast du eine politische Vorgeschichte? Nee, überhaupt nicht. Also ich war, bis ich zu den Piraten gekommen bin, in keiner Partei. Ich bin in einer Gewerkschaft. Irgendwo stand, glaube ich, so eine Frage, ne, ob man irgendwas anderes gemacht hat. Ja, das ist die nächste. Zugehörigkeit zu irgendwelchen Verein oder Organisation oder irgendwas. Also, nicht den ADAC vergessen, haben wir gelernt beim LV Blume. ADAC bin ich nicht drin. Ich bin im Deutschen Alpenverein drin. Was für ein Verein? Helfen die auch bei Autounfällen? Deutschen Alpenverein. Alpenverein. Also die Leute, die klettern und wandern und sowas, okay. Das ist meine Welt. Wie gesagt, also Gewerkschaft bin ich drin, aber auch nur, so wie die meisten Piraten, bezahle ich dann nur. Okay. Noch irgendeine Kirche oder sowas? Nee, bin ich vor Jahren rausgetreten. Da bin ich bestimmt schon 20 Jahre. Habe ich das mal irgendwann gedacht, es kann so nicht weitergehen, Kirche ist auch nicht meine Welt, also muss ich sagen, ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, aber ich habe Respekt für die Leute, die Glauben oder sowas haben. Ich, für mich selber ist das eigentlich, hat sich das irgendwann erledigt. Oder Kirche, also Kirche an sich finde ich nicht so. Nicht so toll, ja. Und wie bist du zu den Piraten gekommen und warum bist du Pirat? Und seit wann bist du Pirat? Also, ich bin Pirat seit 2009. Ich bin im Zusammenhang mit dieser Zensur-Debatte, dem Zugangserschwernisgesetz zu den Piraten gekommen. Das war irgendwann im Sommer, da hat mir vor der Arbeit ein Pirat einen Flyer in die Hand gedrückt. Das war vor der Europawahl. Hat mir einen Flyer in die Hand gedrückt, ich habe das durchgelesen, gedacht, passt ja alles eigentlich da drauf, was da drauf steht. Habe dann trotzdem eine andere Partei gewählt, mich hinterher geärgert, weil sich nichts geändert hat. Wen hast du gewählt? Ich würde sagen die Grünen, aber ich kann es nicht mehr ganz genau sagen. Okay, das geht noch. dann habe ich angefangen, bin irgendwann in Friedberg zum Stammtisch gegangen, habe gedacht, das ist ja so ein richtiger Laberverein, bist du ganz gut aufgehoben. Okay, und welche Ämter hattest du in der Partei schon inne und was hast du generell bisher in der Partei so gemacht? Also Ämter, die ich inne gehabt habe, war, nachdem ich dann in der Wetterau mal am Stammtisch war, habe ich dann auch relativ schnell nach weniger als einem halben Jahr den Vorsitz übernommen, war zwei Jahre Vorstandsvorsitzender in der Wetterau. Das ist ein sehr umfassendes Amt, muss ich sagen. Also ich hatte eigentlich erst gedacht, das macht man so nebenbei, aber es ist doch schon eine ganze Menge Arbeit, was man nicht so glaubt. Das ging bis dieses Jahr im Februar, dann kam ein neuer Vorstand in der Wetterau, von dem man wahrscheinlich auch gehört hat. Und ansonsten mache ich Hessen Campus, PG Wahlen, bin ich aktiv. Habe die Friedenspiraten AG mal irgendwann mitgegründet. Stammtische, Infostände. Vor zwei Wochen war ich auf dem letzten Infostand, habe ich gemacht. Also schon eine ganze Menge. Aber Ämter war halt der Vorstand das Einzige, was ich bisher gemacht habe. Und welche Interessenschwerpunkte hast du politisch und privat? Privat. Ist einfacher. Fangen wir mal privat an. Also ich bin echt ein Computer nah. Ich mache gerne Computer.
Ich bin auch gerne draußen. Ich, DAV-Mitgliedschaft, ich bin häufiger in den Bergen. Wander gerne, war früher auch mal Bergsteigen, aber fehlt mir irgendwie die Kondition zurück, kriege ich nicht mehr so hin. Und ist auch sehr zeitaufwendig, das klappt nicht mehr so. Politisch stehe ich, glaube ich, für einige Kernpunkte der Piraten. Ich finde immer Transparenz und Mitbestimmung, das sind eigentlich die Punkte, die mich zu den Piraten gebracht haben. Transparenz, weil ich finde, das ist das, woran es am meisten krankt. Wir wissen eigentlich nicht, was die Politik macht. Und um mitbestimmen zu können, braucht man Transparenz. Sonst kann man keine vernünftige Entscheidung machen. Also eine unausgebildete Entscheidung ohne Transparenz würde nicht... Also eine ausgebildete Entscheidung ohne Transparenz funktioniert nicht. Deswegen, um mitbestimmen zu wollen, brauchen wir Transparenz. Das sind meine Kernpunkte, würde ich sagen. Okay. Dann eine meiner Lieblingsfragen. Glaubst du, dass deine Wahrheit die alleinige ist oder lässt du auch weiteres zu? Ich habe suggestiv. Suggestiv. Ich habe diese. Auf der Skala von 1 bis Gott. Nein. Also ich habe die Antwort von Monges gehört. Ich muss sagen, das sehe ich nicht so. Ich habe nicht die alleinige Wahrheit. Ich habe zwar eine eigene Meinung über viele Dinge. Ich toleriere andere Meinungen und ich kann mich auch für andere Meinungen einsetzen, auch wenn es vielleicht nicht meine Meinung ist. Im Allgemeinen habe ich schon eine Meinung, aber die alleinige Wahrheit. Ich habe immer gedacht, die würde nur in Rom sitzen, aber das habe ich auf alle Fälle nicht. Nee, ganz bestimmt nicht. Okay, es geht in dem Motiv weiter. Welches politische Konzept sagt ihr eher zu? Integration und Anpassung an den Politikbetrieb oder beobachtende, kontrollierende und unabhängige Arbeit? Da muss ich mich meinen Vorrednern anschließen, was ich von denen gehört habe. Also keiner hat, glaube ich, irgendwas dazu gesagt. Ich auch nicht. Also da kann ich mich nirgendwo anschließen. Also ich liebe diesen kooperativen Arbeitsstil, dass man miteinander arbeiten kann im Team, finde ich extrem wichtig. Aber ich kann mich an beiden Dingen nicht wiederfinden, kann ich nicht so sagen. Okay. Dann, seit Monaten gehen Klüngelvorwürfe durch den LV. Glaubst du, dass in Hessen über das normale soziale Maß heraus geklüngelt wird? Jetzt muss ich sagen, jetzt weiß ich nicht, was das soziale Maß an Klüngeln ist. Ist es das schon, was wir jetzt hier machen, dass wir einfach zusammensitzen und... Wir haben ja eine Kamera laufen, das ist also höchst transparent. Also es ist transparenter Klüngel. Naja, klüngeln wir? Nee, ich weiß es nicht. Also ich kenne die Vorwürfe, ich habe gehört, der Stammtisch in Höchst wäre Klüngel. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, ich bin, glaube ich, nur mal in der Wahlparty einmal in Höchst gewesen. Das fand ich sehr... Schön, es ist schön, weil es sehr voll ist, muss ich einfach sagen. Geklüngelt wird, kann ich nicht sagen, weil ich es nicht nachvollziehen kann. Ich denke, wir müssen aufpassen, dass es sowas nicht gibt. Es gibt wahrscheinlich, wenn Leute zusammensetzen, Leute, die gut zusammenarbeiten, die schieben sich wahrscheinlich unabsichtlich auch irgendwelche Aufgaben zu. Das kann man als Klüngel ausdrücken. Man könnte aber einfach sagen, die arbeiten gut zusammen und die kennen sich. Das heißt, wir müssen auch zusehen, dass wir auch immer wieder neue reinkriegen, die diese Arbeit auch machen können, damit wir nicht an Einzelnen immer den gleichen Leuten hängen bleiben. Aber ist das grundsätzlich für dich ein Problem, dass Leute sich kennen, in der Partei eventuell befreundet sind? Und ich meine, normalerweise rennen wir den Leuten immer hinterher, dass sie irgendwie was machen. Und dann haben wir ein paar Leute, die sagen, okay, wir können ein LPT rocken oder sowas zum Beispiel, weil sie sich kennen, weil sie sich aufeinander verlassen können und sagen, wir machen das hier als Team irgendwie. Ist das ein Problem im Endeffekt? Überhaupt nicht. Also ganzes Gegenteil. Ich finde das gut. Ich meine, müssen wir ganz klassischerweise sagen, wir haben ein echtes Problem an Leuten, die mitmachen. Wir sind vielleicht 10 zur Wahlzeit, 20% der Leute, die aktiv was machen. Also wir müssen jedem dankbar sein, der sich einbringt und was macht. Und ich meine, was gibt es Besseres, als Arbeit zu machen mit Leuten, mit denen man Spaß hat? Also Freunde. Das finde ich gut. Das Problem ist es natürlich, wenn es dann darauf ankommt, ich meine, wir haben im Moment noch keine Fleischstöpfe zu verteilen. Wenn es aber mal irgendwann dahin geht, dass wir Mandate haben und das heißt so, okay, nehme ich halt den Sepp, pack ihn dahin, weil den kenne ich gut, der macht da irgendwas, ist ein Kumpel von mir. Was sind 3 Monate? Ja, in 3 Monaten verteilen wir die Listenplätze für die Aufstellungsversammlung. Ich meine. Aber gut, das ist ja noch was anderes, da gibt es ja noch die Wahl vor. Ja, aber klar. Die müssen erstmal gewählt werden. Das ist noch ein anderer Ansatz. Aber ich meine, also Klüngel wäre für mich, wenn ich dann die Jobs zuschiebe den Leuten. So, nicht nach, sagen wir mal, nach Qualifikation. Ach, du meinst nicht, was gewählt wird, sondern so ein Social-Media-Beauftragter als Beispiel jetzt oder sowas. Also ein Beauftragter, dass ich dem irgendwas eine Aufgabe gebe. Ist Klüngel nicht eher das Aufschließen von jemandem, dass eine Gruppe sich ganz viele, keine Ahnung, lukrative oder lustige oder interessante Aufgaben sich selber nimmt und keinen anderen daran teilhaben lässt? Und nicht nach außen kommuniziert, wer welche Aufgabe übernimmt oder was ihre Idee oder ihr Plan ist oder so. Ist das nicht Klüngeln? Also ich würde sagen, Klüngeln muss irgendwie ein Ziel haben.
Ansonsten wäre es kein Klüngeln. Sonst ist es einfach nur ein Zusammenarbeiten, ziellos. Also wenn Klüngeln hat sicherlich ein höheres Ziel und ich denke, das ist bei den meisten Sachen nicht gegeben. Also das glaube ich einfach nicht. Also so schlecht schätze ich die Menschen nicht ein. Ich habe ein relativ positives Menschenbild. Also ich glaube nicht, dass die Leute, also Piraten, zusammensitzen und jetzt auswürfeln, wir machen das und das, damit wir in der Richtung auf irgendeinen Listenplatz oder irgendwas besser kommen. Das hast du aber doch sowieso nicht. Ich meine, selbst wenn du eine Gruppe hättest von 20 Leuten, die irgendwas miteinander ausmacht, sehe ich irgendwie, dass du da nicht die Möglichkeit hast, weil auf dem LPT sitzen 200. Also normalerweise sehe ich das so nicht. Aber gut, ich meine, gut, siehst du ja auch nicht. Ja. Dann mal schwebt die Aufstellungsversammlung und die lukrativen Mandate dermaßen über der Partei, dass Neid, Missgunst und Argwohn uns lähmen. Ja, ich glaube, also da ist was dran. Ich glaube schon, dass wir die Aufstellungsversammlung langsam weghaben müssen, um dann mal wieder ein ruhiges Fahrwasser zu kommen, damit wir wissen, wer wo auf welcher Position sitzt, damit wir diese Missgunst, diesen Neid, ich weiß nicht, ob es das ist, aber wir lähmen uns auf alle Fälle. Wir haben das Problem, dass diese Aufstellungsversammlung von vielen Leuten so mit Argusaugen beobachtet wird, dass jemand, der was macht, automatisch daran gemessen wird, du machst es nur, weil du es für die Aufstellungsversammlung machst. Und ob es so ist oder ob es nicht ist, das werden wir erst an der Aufstellungsversammlung sehen. Ne? Was wir aber machen, ist, dass wir die Leute demotivieren und es gar keiner mehr irgendwas macht. Also entweder die Aufstellungsversammlung wegkriegen oder von dieser Diskussion wegkommen, dass Leute, die was machen, automatisch böse sind. Und das kann es nicht sein. Ich meine, wir haben zu wenig Leute, die was machen. Und denen dann noch vorzuwerfen, dass sie nur aus irgendwelchen Erweggründen was machen, um was zu erreichen. Ja. Oder sagen wir mal, erreichen ist ja noch okay, aber wenn es dann Listenplatz ist, wenn es nur um den geht, ist es schlecht. Aber wir wollen ja alle was erreichen. Planst du selber direkt zu kandidieren? Ja. Also ich habe in den Bewerbungstext ja reingeschrieben. Aber du hast dich selber noch nicht so ganz überzeugt. Also ich habe ja reingeschrieben aus dem Grunde, weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt Nein reinschreibe und trotzdem kandidiere, das wäre unfair. Wenn ich ja sage, kann ich immer noch später mal Nein sagen, dass ich nicht kandidiere. Ich würde gerne kandidieren. Das hängt aber auch damit zusammen, wie die Liste aufgebaut wird. Wenn ich der Meinung bin, dass wir einen guten Mix auf der Liste haben, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich sage, okay, aus der zweiten Reihe lässt sich vielleicht auch einfacher arbeiten, ohne immer da vorne was zu machen. Auf der anderen Seite denke ich auch, wenn die Liste nicht meines Erachtens nicht ausgewogen wird oder sich das darstellt, dass sie nicht ausgewogen wird, dass ich dann auf alle Fälle auch kandidieren werde. Und ich plane auch, also mein primäres Ziel ist es auch zu kandidieren. Okay. Und was hat dich bewogen, für den Landesvorstand jetzt zu kandidieren? Ja, das haben wir ja gerade schon so, war das schon auf dem Stream drauf oder war das vor? Das kurz weiß ich gar nicht mehr. Das war so ganz kurz angesprochen jetzt, aber... Hm. Warum jetzt Vorsitzender? Ich meine, du hast gesagt, Thumay ist, hast du gerade am Anfang gesagt, ist ein guter Mann. Und Jürgen ist ja jetzt, sag ich mal, von dem Konzept her, wie er sich vorgestellt hat, wie er sich gegeben hat, ähnlich. Mhm. Und dann jetzt noch, bist du dann auch in der Reihe irgendwie, dass du einer Konzept her so bist? Nee, vom Konzept her sehe ich mich ganz anders. Also ich denke, ich bin da eher die Version Monges in diplomatischer, will ich mal so sagen. Und zwar einfach aus der Sache, also warum ich kandidiere. Ich finde, wir haben einen Vorstand gehabt, der seine Arbeit gemacht hat, so wie sie geraucht haben. Wir waren im letzten Jahr sehr zerstritten, wir werden allerdings im Moment immer wieder weiter zerstritten, aber wir hatten eine relativ ruhige Zeit, nachdem der neue Vorstand gewählt wurde. Mit Mailinglisten abschalten war echt viel raues Fahrwasser. Thumay hat es geschafft, diesen ganzen LV, ich finde, eine ganze Menge ruhiger zu kriegen. Das heißt, wir haben ihn gewählt, weil wir ihn gebraucht haben. Wir haben aber jetzt das Problem, oder zukünftig, dass wir drei Wahlen vor der Brust haben. Also zwei nächstes Jahr, im Sommer danach noch die dritte Wahl. Kuschelkurs ist gut, wir brauchen das, aber wir müssen im Moment ein bisschen nach vorne gucken. Wir müssen weiter Entscheidungen machen. Der Vorstand hat auf mich das Gefühl vermittelt, dass er gerne Entscheidungen auf die lange Bank schiebt. Ich glaube, das war so ein Problem. Also beispielsweise muss ich zum Beispiel sagen, wo ich sehr gehadert habe mit dem Vorstand, war, als die Geschichte um den Pressesprecher ging. Ich sag mal, die ganze Geschichte mal beiseite, aber die Entscheidung, das auszuschreiben, bis zum Moment, wo es ausgeschrieben wurde, bis eine Entscheidung gekommen ist, das hat gefühlte 6 Wochen, 2 Monate gedauert, das hat wahrscheinlich nur einen Monat gedauert, oder ich glaube, es war wahrscheinlich doch länger. Das fand ich zu lang. Wenn wir auf die Wahl drauf zulaufen, wir müssen schneller kommen, wir müssen schneller Entscheidungen machen. Das heißt nicht, dass wir sie undemokratisch machen, aber es heißt, dass wir darüber reden, dass wir einen Punkt setzen, wo wir sagen, okay, es ist alles gesagt worden und nun gibt es eine Entscheidung, links oder rechts. Das Schlimmste, was wir machen können, ist keine Entscheidung. Ich meine, du machst auch Projekte. Du weißt, manche Projekte dümpeln so vor sich hin, weil man nicht sagt, ja. so...
Ist gut, ist schlecht. Wir machen einfach so weiter wie bisher. Und das ist genau das Falsche. Man kann es einstampfen und man kann es weitermachen. Aber man kann nicht sagen, wir dümpeln so vor uns hin. Und wir haben Wahlen vor der Brust. Und ich denke, es muss eine ganze Menge organisiert werden. Und da sehe ich mich einfach in der besseren Position. Und deswegen als Vorsitzender. Du kannst als Vorsitzender viel, du hast viel mehr Einfluss. Du kennst die Leute, du kannst die Leute zusammenbringen. Die Leute kommen automatisch auf dich drauf zu. Also das heißt, du hast eine ganze Menge mehr Kontakte, mehr Möglichkeiten. Daher finde ich, ist der Vorsitzende Posten der wichtigste. Okay, und wenn du überlegst, du würdest für den Vorsitzenden nicht gewählt werden, würdest du dann für einen Stellvertreter bereitstehen oder eventuell auch für einen anderen Vorstandsposten, also Beisitzer, falls sowas gäbe? Oder? Also ich glaube, ich würde mich weiter, dann würde ich mich viel mehr auf die PG-Wahlen konzentrieren, PG-Wahlen weitermachen. Aber Stellvertreter, das kommt auch wiederum auf den Vorstand drauf an, auf den Vorsitzenden drauf an. Weil wenn ich das, was ich als Vorsitzender, als Stellvertreter machen würde, so aus der zweiten Reihe heraus, ich weiß nicht, ob es dann noch diesen Effekt hätte. Wenn ich mir jetzt vorstelle mit Tumay oder Jürgen, wo ich das Gefühl hätte, das geht alles so ein bisschen langsamer voran. Und du stehst dann dahinter und möchtest es gerne ein bisschen schneller machen oder ein bisschen mehr, die Leute ein bisschen mehr motivieren, ein bisschen mehr aus den Leuten rausholen, ein bisschen mehr nach vorne laufen. Ich glaube, das würde mich irgendwann zu sehr quälen. Da würde ich mir eher etwas suchen, wo ich sage, das ist meins, dann mache ich meine eigene Entscheidung. Ich sage, Hessen Campus, okay, das macht jetzt der Christoph großteilig weiter, aber PG-Wahlen ist etwas, das auf alle Fälle viel, viel noch mehr Unterstützung braucht. Dann würde ich sagen, ich glaube, ich konzentriere mich darauf. Okay. Und Schatzmeister mache ich eh nicht. Mach auch keine Chance, aber... Und was willst du mit deinem Amt erreichen? So wie ich es gerade schon gesagt habe, uns für die Wahlen aufstellen. Wir haben eine ganze Menge organisatorische Sachen für Wahlen zu erledigen, von den Aufstellungsversammlungen, wir müssen die ganzen Direktkandidaten finden. Wir haben 52 Wahlkreise, das heißt 52 Direktkandidaten plus 26 Direktkandidaten für die Bundestagswahl. Das muss alles organisiert werden. Wir haben überlappende Wahlkreise. Das ist organisatorisch eine ganze Menge zu machen. Das ist das, was ich erreichen will, dass wir für die Wahlen gut aufgestellt sind. Die erste Wahl wird aller Wahrscheinlichkeit nächstes Jahr im September sein. Das heißt, da ist die Amtszeit des Vorstands auch so gut wie vorüber. Und ich denke, dann wird sich zeigen, ob die Arbeit gut war, wenn wir dann in die Wahl reingehen. Und welche Eigenschaften hältst du für einen Vorstand für notwendig? Für einen Vorstand für notwendig? Also meines Erachtens soll er organisatorisch gut drauf sein. Also er muss die ganze Sache organisieren, er muss die Zügel in der Hand halten, er muss den Überblick behalten, das finde ich extrem wichtig. Das sind so die Hauptpunkte. Diplomatisch sollte er sein, finde ich. Das ist der jetzige Vorstand auch. Die anderen Sachen fand ich dann eher, dass er das etwas weniger ist. Das finde ich so die Hauptpunkte, was der Vorstand sein müsste. Dann, wo wir schon bei Kritik sind. Der derzeitige Vorstand agiert sehr defensiv. Was stört dich daran, beziehungsweise siehst du deine Aufgabe weniger als Verwalter, sondern auch als Motivator und Initiator von Aktivitäten? Ich glaube, das habe ich schon gezeigt. Ne? Also ich meine, ich habe den Hessen Campus mehr oder weniger aus dem Nichts aufgebaut und als Vorstand, wenn ich das mal in der Wetterau sagen kann, bist du auch Motivator. Ich denke allerdings auch, dass ich den einen oder anderen demotiviert habe, weil es bleibt wahrscheinlich nicht aus bei der ganzen Geschichte. Aber jetzt habe ich das Problem mit den anderen. Wie war die Frage? Findest du, dass der derzeitige Vorstand defensiv agiert und wenn ja, was stört dich daran? Okay, also ich finde defensiv, ja, es, also was mich wirklich stört, ist halt diese Entscheidungsunfreudigkeit, ne, dieses auf die lange Bank schieben, anstelle, dass man Dinge, die erledigt werden können, einfach mal erledigt. Dass auch immer wieder in allen Arbeitsbereichen niemand eine Entscheidung macht, sondern immer zusammen Entscheidungen gemacht wird. Wenn ich Kleinigkeiten sehe, wo ich sage, das sollten meiner Meinung nach die Leute selber entscheiden, wird trotzdem auf eine Vorstandssitzung gewartet und das en gros entschieden. Und ich denke, es sind so viele Banalitäten, die so eine Vorstandssitzung nur aufblähen und in die Länge ziehen. Das muss meiner Meinung nach nicht sein. Das geht schneller. Also ich wünsche mir halt ein etwas forscheres nach vorne gehen des Vorstands. Okay. Würdest du mit jemandem im Vorstand zusammenarbeiten, den du persönlich nicht leiden kannst? Wenn ja, wie und mit wem? Also ich wüsste jetzt erstmal ad hoc niemanden, mit dem ich nicht zusammenarbeiten könnte, den ich auch nicht leiden könnte. Da wüsste ich jetzt nichts zu sagen. Sicherlich gibt es Sympathien, Antipathien.
Das muss man sehen. Also ich habe im Berufsleben mit mehr Leuten zu tun, mit denen ich eigentlich nichts zu tun haben möchte. Ich denke, das schaffe ich im Privatleben oder beziehungsweise bei den Piraten, halte ich es für einfacher, weil ich davon ausgehe, dass trotz aller Gegensätze Piraten im Boot in die gleiche Richtung rudern. Vielleicht nicht 100% in die gleiche Richtung, aber wir sitzen zumindest alle im gleichen Boot und haben alle irgendwo die gleichen Ideen, obwohl es für manchmal anders aussieht. Und mit Leuten mit einem anderen Arbeitsstil als du, was du eben kritisiert hattest, also mit nicht entscheidungsfreudigen Menschen oder so? Das ist schon schwieriger. Also, die können ja auch dazulernen. Aber von dir dann, oder du von ihnen? Dir als Vorsitzender, okay. Das ist natürlich... Der große Lehrer. Lehrer würde ich nicht sagen. Nein, das würde ich nicht sagen. Aber es ist natürlich schwierig, wenn du auf der einen Seite etwas erreichen willst und du hast so auf der anderen Seite jemand, der bremst. Mhm. Ich hoffe, dass unser Landesparteitag weise genug ist, den Vorstand anders zusammenzuwählen. Ich meine, es gibt viele verschiedene Charaktere. Ich könnte mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, einen Vorstand mit Thumal zusammenzumachen, wo wir diesen schlichten, ausgleichenden Typ auch haben. Aber dieses Bremsen, ich meine, er hat es ja auch betont, eigentlich, dass er sich selber nicht so sieht. Das heißt, ich hoffe, dass er auch das tatsächlich nicht ist, dass er das dann auch mal auslebt, wenn man mal tatsächlich in der Gruppe nach vorne geht, dass man ein bisschen mehr was machen möchte. Okay. Wie viel Zeit kannst du für die Piratenpartei aufwenden? Oh, ich denke genauso viel wie im Moment auch. Ich glaube, ich wende schon eine ganze Menge Zeit auf. Stunden würde ich mich jetzt nicht so äußern wollen, aber meine Frau, die jetzt auch zuguckt, glaube ich, wird wahrscheinlich sagen, viel zu viel. Aber das wird wohl so weitergehen, wie es im Moment läuft. Also ich habe ihn als Vorsitzender der Wetterau, würde ich sagen, keine Stunden kann ich nicht sagen, aber jeden Tag. Ich habe ein Tätigkeitslogbuch mal geschrieben, das auch irgendwo runterzuladen ist. Da kann man sehen, wie viele Aktivitäten ich so gemacht habe. Das ist eine ganze Menge. Also ich sehe da nicht so das Problem. Okay, wie kannst du mit Kritik umgehen? Auch mit persönlicher und ungerechter Kritik, mit Bashing? Geht. Also konstruktive Kritik finde ich gut. Da leite ich auch Leute zu an, dass sie konstruktive Kritik machen. Was ich nicht mag, ist diese persönliche Kritik, was man so klassischerweise unter der Gürtellinie bezeichnet. Und ab so einem gewissen Punkt muss ich sagen, mag ich das, weiß ich nicht, dann höre ich dann meistens auf zu diskutieren und mach dann eher erstmal die Schotten dicht und halte mich dann zurück, wenn mich Leute persönlich angreifen. Passiert aber eigentlich relativ selten. Aber dann ist deine Taktik blocken? Nö, blocken will ich nicht sagen. Also eher so, ich ziehe mich dann zurück und versuche darüber nachzudenken, warum die das machen. Und ich will auch nicht, weil das Problem, was ich sehe, ist, wenn wir eine persönliche Konfrontation haben, das eine Wort gibt das andere und die ganze Sache schaukelt sich auf. Das heißt, wenn ich das nicht möchte, kann ich da nicht mitmachen. Das ist dann viel zu toll. Das funktioniert im Zwischenmenschlichen ganz genauso. Also ziehe ich mich da einfach raus und überlege, was will er mir sagen? Warum ist er jetzt so aggressiv mir gegenüber? Okay. Und daher ziehe ich mich da zurück. Also es ist nicht blocken. Wie ist dein Arbeitsstil? Organisierer, Delegierer, Koordinator, Do-it-yourself, Moderator, Bestimmer oder irgendwas anderes? Also Bestimmer nicht. Ich habe eben gesagt, ich bin für Mitbestimmung. Das habe ich auch in der Wetterau immer so gehalten, dass ich versucht habe, alle Leute mit einzuziehen bei Entscheidungen. Self-do-it-yourself, nee, das kann gar nicht sein, weil ich denke, ein Vorstand kann nicht alles selber machen. Der kann eigentlich das Allerwenigste selber machen, sondern ist auf die Piraten angewiesen. Sondern Vorstand muss delegieren, ansonsten funktioniert es nicht. Deswegen, also alle, die hier zugucken und bereit sind mitzuarbeiten, kann ich nur sagen, also offeriert eure Arbeitskraft und ihr werdet gehört werden. Also allen anderen Sachen würde ich so zustimmen. Okay. Wie willst du Themen statt Köpfe umsetzen? Tja, Themen statt Köpfe. Es ist schwierig, weil die Bevölkerung verbindet mit Köpfen eher etwas, als wenn wir ihnen ein Thema vor die Nase setzen. Uns ganz da rauszuziehen, halte ich für schwierig. Also wir können höchstens zusehen, dass wir möglichst viele Köpfe in den Raum reinstellen, dass wir für jedes Thema einen anderen Kopf haben. Ganz konkret würde ich sagen, also der Vorsitzende, der Vorstand, da er nicht alles selber machen muss, muss er auch nicht zu jeder Diskussion hingehen, wo er gefragt wird, sondern kann auch mal Leute hinschicken,
die in der, von der Sache einfach mehr Ahnung haben. Weil ich kann als Vorstand auch nur ein Generalist sein. Ich kann nicht das tiefe Wissen haben der Leute, die sich tatsächlich tagtäglich damit auseinandersetzen oder zumindest in Arbeitsgemeinschaften damit auseinandersetzen. Das heißt, ich habe dieses Know-how gar nicht. Warum soll ich dann auch dahin gehen, sondern könnte auch einfach jemand anders hinschicken und sagen, hier, das ist unser Kopf für, ich weiß nicht was, Thema Bildung, Bildung zum Beispiel. Wir nehmen einen Kopf für Thema Bildung. Oh. Und dann kommen wir natürlich wieder zum anderen Problem. Ne? Das kann natürlich auch wieder leicht eine Klüngelei ausarten. Wo ich dann sage, ach komm hier, den mache ich eigentlich ganz gut, ohne jetzt groß noch drüber nachzudenken, schicke ich, kann ich ja sowieso nicht. Ich kann ja nur fragen, willst du da hingehen? Und du sagst, ja, gehe ich. Und die Meute drumherum sagt, oh, schon wieder Sepp. Warum schickt er denn immer Sepp? Das ist die Frage, wie kommt man da drumherum? Wie findet man die beste Person, ohne dass das dann gleich in Klüngelei oder Vetternwirtschaft ausartet? Ist nicht ein ganz einfaches Problem. Aber vielleicht... Ja, dann hast du aber auch einen Kopf, oder? Also dann hast du, dann, also ich will jetzt gar nicht mich in den Ring schmeißen, aber irgendwie, wir haben Christoph Erle gehabt für Lobbyismus als Thema, der einen Vortrag auf dem Hessen-Campus gehalten hat. Wenn das Thema Lobbyismus irgendwo eine Diskussion aufkommt in der Umgebung von Frankfurt, meine Güte, warum soll ich, wenn ich weiß, dass diese Person davon richtig Ahnung hat und davon im piratigen Sinne, was auch immer das genau ist, irgendwie uns vertreten kann, uns gut vertreten kann als Partei. Warum soll ich versuchen, dann wirklich jemanden anders zu holen und für das Thema nicht? Sollte man denen dann nicht regelmäßig für das Thema buchen, sage ich mal? Also gebt dir grundsätzlich recht. Das Problem ist, wie du es verkaufst. Wenn ich jetzt eine Anfrage kriege zum Thema, was macht der Christo Erle jetzt? Lobbyismus, genau. Zum Thema Lobbyismus. Und ich sage, ohne Rücksprache mit irgendjemand, ohne es in den Raum reinzustellen, da haben wir den Christoph Erle für, da nehmen wir den für. Das ist meiner Meinung nach schon so Shitstorm prädestiniert. Das kann einem ganz böse um die Ohren fliegen. Man kann aber auch einfach, sagen wir mal, die Gruppe fragen, wen sie denn vorschlagen würde. Und da kommt auch Christoph Erle bei raus. Und ich denke, das ist ein anderer Ansatz der ganzen Geschichte. Ich muss das nicht bestimmen. Damit gehe ich dann aber auch aus dem Weg, dass Leute glauben, dass wir kummeln. Sondern sie sehen ja, dass gefragt wird. Und wenn irgendwann mal jemand kommt, ich meine, der Christoph Erle hat dann irgendwann auch keine Zeit oder hat vielleicht auch keinen Bock mehr dazu und sagt so, wir sind hier in der Arbeitsgemeinschaft, wir haben ja noch ein paar andere Leute, nimm mal jemand anders, dass man die dann auch fragen kann. Und da denke ich, da kann man dieses Kungelei-Potenzial ganz stark abschwächen. Dieser Vorwurf kommt dann gar nicht mehr auf, hoffe ich. Dann noch zum Thema Presse. Die Presse möchte ja meistens ein Statement von dem Vorsitzenden haben. Wenn du dann einen Basispiraten hinschickst, der zwar das beste Fachwissen hat oder so, dann lehnt die Presse das ja auch oft genug ab. Würdest du dann lieber in Kauf nehmen, dass sie es ablehnt, oder würdest du dann einfach selber als Vorsitzender hingehen und das Statement eventuell abgesprochen mit dem Basispiraten halten? Also das kommt ein bisschen drauf an. Ich würde das jetzt nicht von vornherein ablocken, wenn Sie sagen, Sie wollen einen Vorsitzenden, der sich zum Thema Lobbyismus aussetzt, und Sie nehmen nur den Vorsitzenden. Das kommt ein bisschen noch an, um das Zusammenspiel. Stehen wir jetzt direkt vor der Wahl? Ist es irgendwas extrem Wichtiges? Ist es, was weiß ich, ZDF, das ein Interview 2 Stunden machen möchte, und wir sagen, nö, machen wir nicht, weil Sie den falschen Kandidaten gewählt haben? Da würde ich keine strikte Vorgabe machen. Allerdings, was ich dazu sagen muss, finde, wenn wir Leute irgendwo hinschicken, das, was du vorher gesagt hast, dass man sich briefen lässt von den Basispiraten, die Ahnung haben. Ich finde, das ist ein Konzept, das wir in diesem Zusammenhang viel weiter vorantreiben müssen. Dass wir, was es auf dem Bund gibt, diese Servicegruppen, wo man sagt, diese zuarbeitenden Informationssammler, die Dinge im Auge behalten, das bietet sich in so einer Situation geradezu an, dass die quasi die Kandidaten, die irgendwo hingehen oder die irgendwo befragt werden, dann auf den richtigen Level bringen, um die Information zu haben, wenn sie dann schon nicht selber hingehen können. Und ich finde, auf der anderen Seite kann man ja auch, sagen wir mal, solche Sachen austricksen, dass man halt den Basispiraten im Publikum hat, der die Ahnung hat. Okay. In welcher Rolle siehst du den Landesvorstand? Eher verwaltend oder auch politisch-inhaltlich tätig? Also ich sehe den ganz klar verwaltend und organisatorisch. Also ich hoffe, dass da nicht so viel Verwaltung drin ist, sondern dass das mehr eine organisatorische Sache ist. Politisch haben wir die Basis. Also ich bin zwar etwas erstaunt darüber, dass der Ralf jetzt die letzten Tage öfters mal aufgerufen hat, man möge doch endlich mal wieder was Basispolitisches machen.
Da muss einfach mehr kommen. Also ich sehe die Basis in der Verantwortung, politische Themen aufs Tableau zu bringen, die diskutiert werden, wo bei der LPT Entscheidungen macht oder auch mit dem Meinungsbild Entscheidungen gemacht werden. Aber das ist ganz klar nicht die Aufgabe des Vorstands. Ich meine, dann gehen wir hin in die klassische alte Politik, wo der Vorstand vorgibt und die Basis dann nur noch den Kopf schüttelt und hinterher rennt. Das kann es nicht sein. Deswegen sind wir keine neue Partei geworden. Deswegen haben wir uns nicht gegründet. Ja, hier sind nochmal Fragen zur Presse. Hast du Erfahrung mit Presse und Pressearbeit? Das, was man so als normalsterblicher Vorsitzender eines kleinen KVs mit der Presse hat, das ein oder andere Interview, ansonsten eher weniger. Okay. Aber das traust du dir auf jeden Fall zu? Genau, wollte ich jetzt sagen. Also ich sehe das aber auch nicht als Problem an. Also ich bin nicht auf den Mund gefallen. Ich muss beruflich auch öfters mal reden. Also da mache ich mir eigentlich weniger Gedanken zu. Okay. Aber wie gesagt, also das Backoffice muss stimmen. Es müssen Leute da sein, die mitmachen. Wenn ich da alleine stehe, dann funktioniert es nicht. Da müssen eine ganze Menge Leute mitspielen. Ja, hast du eventuell vor, dich fortzubilden in Thema Pressearbeit und Angebote für andere Piraten zu schaffen? Also Fortbildung in Pressearbeit. Rhetorikkurse. Habe ich gemacht. Also das kann ich gerne nochmal machen, aber das wäre jetzt nicht mein primäres Ziel. Also solche Kurse macht man eigentlich, wenn man lange genug arbeitet, kann man automatisch schon mal da durch. Ob man das nochmal wiederholen sollte, weiß ich nicht. Kann man mir vielleicht nach dem Interview sagen, ob ich mich zu dämlich angestellt habe oder zu schlecht geredet habe. Ich finde allerdings, dass man solche Thema Workshops, dass man sowas innerhalb der Piraten mehr anbieten muss. Wir hatten diesen einen Workshop, Rhetorik-Workshop vom Martin Hase, wo ich fand, das war eigentlich eine sehr gute Geschichte. Es ist nur mit einmal und mit den paar Leuten, die da waren, wirklich zu wenig. Und sowas kann man mehr machen. Ich weiß, dass viele Piraten Angst haben vom Infostand, was ich mir erklären kann, weil ich finde, okay, ich habe am ersten Mal auch Manschetten gehabt und habe das Infostand, How to, FAQ, alles quer gelesen, damit ich die Themen auch ja kannte. Und was kam? Immer nur die alten Leute, nicht die alten Leute, also Leute, die das Herz ausgeschüttet haben. Ich sage mal, da bist du ein besserer Kummerkasten. Ja. Das ist einfach Infostand, wie er lebt und lebt. Ne? Aber man könnte genauso gut das auch mal üben und den Leuten mal die Angst nehmen und sagen, machen wir mal eine Probe-Infostand oder wir machen mal ein Seminar oder so ein Workshop, einfach How to Infostand und dann gucken wir mal, was alles bei rumkommt. Meines Erachtens, also gerade Infostände, verstehe ich gar nicht, warum die Leute Schiss haben. Ich denke, ihr habt wahrscheinlich auch schon genügend davon mitgemacht und könnt ihr wahrscheinlich nur beipflichten, dass es eigentlich nicht wirklich anstrengend ist, also abgesehen davon, dass man den Samstagvormittag opfert. Spielst du dann den grantligen alten Opa im Workshop? Mach ich. Für die Infoständler? Ich bin bei solchen Geschichten, also bei Rhetorik-Workshops, bin ich auch immer gerne der... Der Schwierige, der sich da... Nee, das kann ich machen. Okay. Wenn nicht so einen grantligen Eindruck. Nein, das war jetzt so gerade so, irgendeiner muss es ja machen. Meine Kollegin sagt, wenn sie mich am PC unbeobachtet sieht, also du guckst den Rechner so an, als ob du den irgendwie hypnotisierst mit deinen Augen, du guckst so richtig böse da drauf. Bist doch gar nicht so böse. Also wenn es sein muss, kann ich auch den grantligen machen. Okay. Jetzt kommen ein Haufen Suggestivfragen hier noch im Pad. So, ich will auch mal. Ja, dann nach dir. Fangen wir doch mal mit dem Tollsten an, wieder, wenn sich Freunde von dir mit anderen Piraten streiten sollten, bleibst du dann objektiv? Ja, wer schafft das? Also, wenn das echte Freunde sind, dürfte es schwierig sein, objektiv zu bleiben. Aber da muss man eine Lösung finden. Ich meine, wenn Piraten sich untereinander streiten, der eine steht mir näher als der andere, da muss ich ja nicht derjenige sein, der dazwischen steht und das schlichtet. Dann kann ich auch dich fragen und sagen, geh mal dahin, hau dir mal ein paar auf die Nase und setz die mal zusammen, dass die wieder zusammen reden. Nur weil das jetzt ein Freund von mir ist, heißt es nur lange nicht, dass er den Freibrief hat, alles zu machen. Nö, finde ich eigentlich nicht. Also es ist schwierig, sich daraus zu ziehen, um das nochmal zu sagen. Also deswegen würde ich mich da gar nicht reinziehen lassen. Ich würde einfach sagen, es gibt genügend Leute, die das dann lösen könnten. Okay. Wie siehst du das hessische Verhältnis zu den Berliner Piraten? Das sehe ich gar nicht, weil ich da echt zu wenig informiert bin. Ich höre da nur immer die schlimmsten Sachen und kann es so nicht nachvollziehen. Die Berliner haben einen, ich sag mal vorsichtig ausgedrückt, einen komischen Ruf, wie sie ihre Arbeit machen, aber das verfolge ich auch echt zu wenig. Wer mir da viel näher steht, sind die Schleswig-Holsteiner, wenn ich das so verfolge mit dem Twitter-Verbot und dem Leaken von irgendwelchen Dokumenten, da muss ich sagen, das ist, finde ich, Piratiker, das verfolge ich lieber, also gerne, passt mir besser. Deswegen nichts zu den Berlinern, kann ich echt nicht sagen. Okay, jetzt bin ich bei dir sehr gespannt. Du hast keine politische Vorgeschichte, hast du gesagt. Hast du ein politisches Vorbild, ist die Frage. Nee, habe ich auch nicht.
Also da habe ich auch schon mal... Hatte noch jetzt keiner. Nein, hat noch keiner. Ja, ist eine sehr piratige Eigenschaft, kein politisches Vorbild zu haben. Ja, also ich glaube, das ist eine echte Suggestivfrage, ne? Das könnte so bei Lanz kommen oder irgendwie sowas, ne? Wir fragen das mal, was ist ihr politisches Vorbild? Aber jeder Politiker muss sowas wahrscheinlich haben, aber ich, also... Vielleicht muss man sich das bis zu Lanz dann noch ausdenken. Oder ist es dann die Pirateneigenschaft, im Fernsehen zu sagen, nö. Ja, das kann auch so sein. Aber ich sage mal, ich bin zu den Piraten gekommen, weil mir die Politik nicht gepasst hat. Ich habe mich vorher nicht mit Politik beschäftigt. Und wenn die Politik einigermaßen in vernünftigen Bahnen gelaufen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich heute noch nicht bei den Piraten. Und daher habe ich mir auch keine Gedanken zur Politik gemacht, nur politische Vorbilder. Ich glaube, irgendjemand hat Gandhi gesagt. Ne? Ich meine, das sind Leute, die mich faszinieren, muss ich sagen. Aber als Vorbild, nee, will ich gar nicht. Also ich glaube, es würde auch wahrscheinlich nur hemmen. Wir müssen so viele Arbeit machen, die, ich glaube, klassische Politiker, wie sie jetzt in der Politik sind, gar nicht machen müssen. Ich meine, vom Organisieren über den Wahlkampf, über alles Mögliche, da ist kaum Platz für ein Vorbild. Irgendwie so ein, was weiß ich, so ein Stahlarbeiter, der immer puckelt und arbeitet. Das ist ein Vorbild. Auch ein interessantes politisches Vorbild. Nein, ich meine, wir können es so zusammenschneiden, dass er Stalin gesagt hat. Den Trick hat er schon mal probiert, ne? Stalin! Ja. Nee, also ich meine, wir sagen, wir möchten keinen politischen Vorstand. Ja, das sehe ich auch so. Ich will auch keinen politischen Vorstand. Ich will mitreden bei der Entscheidung. Ich bin Basis im Moment noch. Ich bin auch als Vorstand Basis und werde eine politische Meinung haben. Aber ich werde einen Teufel tun, mein Vorstandsamt damit oder meine politische Meinung damit aufzuwerten, dass ich sage, der Vorstandsvorsitzende sagt, wir haben ab morgen Linksverkehr. Das ist, würde ich nicht machen, auch wenn das meine politische Überzeugung ist. Das hat damit nichts zu tun. Und jetzt zu sagen, ich habe aber jetzt ein Vorbild, würde ja schon eine Richtung vorgeben, dass ich auch politische Entscheidungen machen möchte. Sehe ich eigentlich nicht. Okay, Vorstand ist unpolitisch, Vorstand ist verwaltend. Organisatorisch. Bist du führend? Ja, ich bin auf alle Fälle führend. Also, du hast einen Führungsstil. Ich habe einen Führungsstil, das müsste man auch nochmal die Wetterauer befragen, was die dazu gesagt haben. Also der kann auch schon mal autoritär sein, wenn es nicht vorangeht, muss ich sagen. Also ich arbeite auf eine Entscheidung drauf zu. Ich bin entscheidungsorientiert. Das heißt, wir haben ein Ziel, das wollen wir erreichen. Und was mich häufig stört, ist, dass wir das Thema totreden. Dass wir, ich sag mal, wir könnten mit anstelle von, wenn wir eine 80-prozentige Entscheidung machen würden, würde es absolut reichen. Aber die letzten 20%, die wir noch ausdiskutieren, kosten so viel Kraft, dass für die eigentliche Arbeit nichts mehr übrig bleibt. Und da bin ich jemand, der zielorientiert auf Ziel drauf zusteuert und auch versucht, die Leute dahin zu kriegen. Wobei ich das Ziel an sich durchaus im Konsens mit anderen erreichen will. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, meine alleinige Wahrheit, die ich nicht habe, ist jetzt dieses Ziel. Das würde ich nicht sagen, aber ich habe da schon den Führungsstil, dass ich was erreichen möchte. Ist nicht so, lass mal laufen, so wie der Vorstand manchmal den Eindruck im Moment macht, muss ich mal dazu sagen. Okay, wir waren beim Stammtisch Höchst und dann ist die Frage, wirst du auch andere Stammtische besuchen als deinen eigenen? In Höchst warst du ja offensichtlich noch nicht auf dem Stammtisch. Hast du denn sonst so... Wir haben in Friedberg, wir haben in der Wetterau, Friedberg, Bad Nauheim, Butzbach, Rossbach, Bad Vilbel, Büdingen, Altenstadt. Das sind die wir haben, die ich jetzt habe. Da sind immer noch zwei dabei, die ich noch nie besucht habe. Ich war in Limburg, ich war in Gießen, ich war in Frankfurt noch nicht. Ich war, glaube ich, noch nie in Frankfurt auf dem Stammtisch, glaube ich. In Hanau auf dem Stammtisch. Montag war schön. Ja. Probiere ich aus. Also ich werde. Sechs Stammtische in der Wetterau? Acht. Ich muss Victoria fragen. Ich meine, wir hätten mittlerweile 8 Stammtische. Also wir haben, glaube ich, 2 oder 3 neu aus der Taufe gehoben. Wie viele Leute kommen da so? Nur mal jetzt rein Interesse. Da, wo ich regelmäßig hingehe, das ist Friedberg und Butzbach und Bad Nauheim. Bad Nauheim ist ein bisschen schlechter besucht. So, aber wenn wir da 6, 7 sind, ist schon viel. Okay. Friedberg, da ist die Vorstandssitzung plus Besucher, 6, 8, 10 können das so sein. Butzbach ist jetzt durch den Bürgermeisterwahlkampf ist ein bisschen... mal ein bisschen mehr, aber auch so zwischen 8 und 10. Also unsere Stammtische sind natürlich nicht zu vergleichen mit höchst 30. Überschneidet Leute. Sich das dann? Also von den Leuten, die da kommen? Klar, es sind hauptsächlich Piraten und gelegentlich mal neue. Was ist eigentlich ein Socializing-Treffen für uns Piraten, aber kein Kungeltreffen.
Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber es ist halt so, also es gibt bevorzugte Stammtische, wo die, wie gesagt, ich gehe ja gerne Butzbach, Bad Nauheim, Friedberg, weil es halt für mich um die Ecke liegt. Das ist immer relativ bequem, da brauche ich nicht lange überlegen, fahre ich mir vorbei. Alle anderen bin ich dann auch schon etwas seltener. Und ich denke, jeder hat ja seinen Lieblingsstammtisch, wohin geht. Und so zieht halt die Gruppe der Piraten von einem Stammtisch zum nächsten. Okay, da wäre die Frage, willst du die Vernetzung vorantreiben? Als nächstes Stammtischvernetzung, überhaupt Vernetzung, KV-Vernetzung? Ich glaube, das habe ich schon gezeigt. Ne? Ich meine, Hessen Campus ist Vernetzung pur. Ich habe es in meinem Bewerbungstext reingeschrieben. Also ich finde, Vernetzung ist ein extrem wichtiger Punkt. Ich finde auch die Hessenmarine wichtig, dass wir das vorantreiben, dass wir auch organisatorisch uns verknüpfen. Wir müssen die Kommunalpolitiker mehr zusammenbringen. Ich will nicht sagen, dass wir es vernachlässigt haben, weil es gibt ja durchaus Leute, die es vorantreiben. Aber leider trägt es nicht so richtig Früchte. Das ist ein bisschen schade. Aber Vernetzung halte ich für extrem wichtig. Und ich finde, das ist auch eine der Aufgaben des Vorstands, weil er halt auch viele Leute kennt. Dass er dann auch Synergien erzeugen kann und sagt so, hey, da sowieso ist jemand, der macht das Gleiche wie du. Nur weil ihr jetzt in einer KV seid, telefoniert doch mal miteinander, macht mal was zusammen. Das halte ich für eine wichtige Aufgabe des Vorstands. Okay. Es gab noch auf Twitter eine Frage. Wow. Wirst du in und auf Shitstorms auf Mailinglisten begrenzend einwirken? Wenn der oder diejenige mir sagt, wie man das machen kann, begrenzend einwirken? Das hast du bisher noch nicht gesagt. Ich glaube, das ist die hohe Kunst. Mailingliste abschalten. Das wirst du von mir nicht erleben. Also das muss ich auch sagen, das war der größte Fehler, der Hessen meines Erachtens bisher ereilt hat. Also da kann man noch so positiv mit dem damaligen Vorstand sein. Also das war echt ein Schuss in den Ofen. Böse, fand ich ganz böse. Shitstorm begrenzen. Also es nützt nichts, es gibt nichts, was wirklich hilft. Ne? Also außer die Disziplinierung der Nicht-Trolls, die einfach aufhören zu diskutieren. Das verstehe ich nicht, warum man immer wieder weiter darüber diskutiert. Ich bin nicht so der im Sekundenrhythmus Antwortende auf Mails. Vielleicht ist es sicherlich den meisten aufgefallen, dass ich eigentlich nicht jeden Tag unbedingt eine Mail schreiben muss. Vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich denke, dass das auch nicht so schlecht ist. Ich habe mal irgendwann in so einem Stressmanagement-Seminar gehört, dass man durchaus auch mal eine Stunde, eine halbe Stunde oder auch einen ganzen Tag seine Mail stehen lassen kann, wenn man sie geschrieben hat. Und wenn man sie nächsten Tag nochmal schreiben, immer noch abschicken möchte, kann man es tun. Aber die muss ja nicht. Wenn ich Leute sehe, die Mail ist raus, 2 Minuten später kommt eine schlimme Antwort. Da kann man auch nochmal einen Moment warten und überlegen, ob man sich anders ausdrücken kann. Aber ein Rezept, Shitstorm, Vermeidung, wenn sie das hat oder wenn... Die Frage bezog sich eher, ob du Leute unterstützen würdest, die gebasht werden. Auf alle Fälle. Leute, die gebasht werden, ja, habe ich auch schon gemacht. Also, ja, kann ich nur so sagen. Also Leute, die, vor allem sind es ja dann meistens ungerechtfertigtes Bashen. Ne? Aber das, ich sag mal, ich habe die Erfahrung gemacht in einem KV, dass es da im Vorstand ziemlichen Stress gab. Das ging mir persönlich nahe, weil ich den KV mit aufgebaut habe, das war nicht die Wetterau, da hat es auch Stress gegeben, aber da war ich wahrscheinlich eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Aber in einem anderen KV, da hat es wirklich Stress gegeben und da wurde auch gegenseitig gebasht und da hat das Leid und ich fand es eigentlich, man muss das irgendwie rauslösen oder man muss versuchen, das zu lösen. Ich habe mich da als Schlichter angeboten und hervorgetan und wir haben das die ganze Geschichte geschlichtet, dass der Vorstand irgendwann, dass die Mailingliste von denen ruhiger wurde, dass der Shitstorm aufgehört hatte und dass dieses Gebäsche von den Leuten untereinander aufgehört hatte und der Vorstand ist auseinandergegangen. Das war auch absehbar, dass er auseinandergegangen ist, ne? Aber dass er vernünftig auseinandergegangen ist. Das heißt, ich habe da schon einen Ansatz, schlichten einzugreifen. Aber ich muss auch sagen, ich würde mich nicht in jeden Shitstorm reinwerfen, weil es auch an den Leuten... Weil zu einer Diskussion gehen immer mindestens zwei Leute. Ne? Und einer, der den Shitstorm auslöst und einer, der darauf reagiert. Mhm. Beide sind im Allgemeinen clever genug zu erkennen, dass einer von beiden aufhören könnte. Dann könnte ich denen das mal sagen. Das würde ich aber dann eben nicht bei der Mailingliste machen, sondern das per einer direkten Mail machen. Das fand ich zum Beispiel beim Jürgen sehr gut, der am Anfang die Leute angeschrieben hat, diskutiert das doch mal untereinander aus. Ich habe nämlich auch mal so eine Mail bekommen. Und das fand ich eigentlich eine sehr gute Idee, das einfach so auszudiskutieren und das da versuchen da zu klären.
Aber nicht mit Bravour in jeden Shitstorm rein. Ohne mich werde ich nicht machen. Okay. Willst du die Fragen heute machen oder soll ich? Nö. Mach doch die restlichen wunderschönen Fragen, die dort sind. Wie stehst du zur Stärkung direktdemokratischer Verfassungselemente? Ja, habe ich doch schon gesagt. Das ist mein Kernthema. Immer her damit. Ich möchte, ich möchte mehr Mitbestimmung. Deswegen bin ich bei den Piraten gelandet. Weil das ist eins unserer wichtigsten Themen. Ich stehe dazu. Ich bin auch der Meinung, dass wir die allgemeine Bevölkerung extrem stark unterschätzen. Weil viele Leute sagen, die können nicht mitbestimmen bei irgendwelchen Themen. Das finde ich nicht. Wir haben doch nicht die Möglichkeit dazu. Und ich finde, dass wir diese Elemente viel, viel stärker propagieren müssen. Und erstaunlicherweise müssen wir so einen Punkt mal echt in unsere Programme reinschreiben, weil wir zur Mitbestimmung, wir behaupten zwar immer, dass wir Mitbestimmung haben, aber unsere Mitbestimmungselemente sind, ich sag mal, übersichtlich. Ich weiß gar nicht, ob es einen direkten Programmpunkt dazu gibt. Das meine ich nämlich nicht, oder in der Sache. In Hessen glaube ich so gut, überhaupt nicht, wenn dann auf dem Bund. Aber also irgendwas mit Mitbestimmung ist auf jeden Fall im Kernprogramm mit drin, aber. Aber wir haben zum Beispiel das Problem des, also klassischer Landesparteitag, da kommen wie viele Leute, wir rechnen jetzt mit 200, 250 Leuten, würde ich mal sagen, eher weniger, weiß es nicht, von 2000, also 10% plus. Das ist jetzt nicht wirklich eine Entscheidung, die gemacht wird, die auf den ganzen Piraten fußt, sondern das ist so eine Teilmenge, die sich es erlauben kann, aus welchen Gründen auch immer, die Spaß daran hat, hinzufahren. Und was ich finde, was wir unbedingt brauchen, sind Konzepte, dass wir alle Piraten einbinden. Ich meine, mit dem Meinungsbund haben wir eine Möglichkeit, die Meinung abzufragen, aber das ist ja auch unverbindlich. Aber wir müssten auch Möglichkeiten schaffen, sei es durch Briefwahl oder andere Dinge, die alle Piraten mit einzubinden. Ich fand zum Beispiel, es gab noch eine Diskussion, das fand ich eine sehr klasse Idee, wo man einfach sagt, wir machen einen Landesparteitag, also endlich mal die Möglichkeit, Werbung zu machen. Wir machen einen Landesparteitag ohne Abstimmung. Wir machen keine Abstimmung mehr, sondern wir diskutieren alle Themen durch, machen dann irgendwann einen Cut, machen das auf eine Wahlliste drauf, verschicken das an alle Piraten nach Hause und die können per Briefwahl oder per Urnenwahl oder irgendwie sowas das ganze Ding abstimmen und haben dann tatsächlich vielleicht noch eine Woche danach, wo wir sagen, so jetzt eine Woche Abstimmungszeit, nächste Woche müssen die Briefe alle irgendwann an irgendeiner Stelle sein, muss natürlich ausgearbeitet werden, kann auch in Urnen abgegeben werden und wir gucken mal, was dabei rumkommt. Jeder Pirat hat in der Woche noch die Zeit, sich die Streams oder andere Informationen ranzuschaffen und dann eine ausgebildete Entscheidung zu machen, wo er sein Kreuzchen machen möchte. Ich finde das eine total interessante Idee, das zu machen. Also kriegen wir wenigstens mal alle dazu, mitzumachen. Ja. Ja? Dann deine drei größten Fails. Ja. Eins. Also, der größte Fail KV-mäßig war am Montag, dass ich die Vorstandssitzung geleitet habe, dass ich mich da irgendwie so breit geschlagen habe. Das war die große Katastrophe. Das mache ich nie wieder in der Wetterau. Auf Landesebene fand ich es schade, dass der Abgeordnetenkodex nicht durchgekommen ist. Wobei ich immer noch nicht bis zum heutigen Tage nicht weiß, warum eigentlich nicht, ob es wirklich nur an der Mandatsträgerabgabe gehapert hat. Weil das fand ich eine extrem wichtige Sache. Kennt ihr Mandatsträgerkodex, ja, den wir gemacht haben. Es war ein Haufen Arbeit, der da reingesteckt wurde. Es haben echt viele mitgearbeitet. Wir haben den auf dem Hessen-Campus vorgestellt. Es ging immer super, alle dafür abgestimmt. Nur der Landesparteitag überlegte sich anders. Und ich glaube... Kenn ich. Und ich glaube, es lag daran, dass wir den Punkt Mandatsträgerabgabe eingebaut haben mit den verschiedenen Optionen. Es gibt keine, es gibt eine, jeder kann es selber entscheiden. Und da die Meinungen auseinander waren, es war ein Drittel war wahrscheinlich für es muss eine geben, der andere Drittel war es muss keine geben und die anderen waren irgendwann zwischen, gab es keine vernünftige Entscheidung. Die zwei Drittel mehr wurden nicht erreicht. Age-Mitch. Das fand ich echt, ich überlege auch, ob ich den normal einreiche, aber das fand ich echt, war ein echter Fehl. Das habe ich zwei genannt. Dritte, Bund weiß ich nicht. Wenn du überlegst, würdest du es dann komplett ohne Mandatsträgerabgaben machen und den Mandatsträgerabgabe dann als Extrapunkt? Naja, es gibt den Abgeordnetenkodex, würde ich, wenn ich nochmal einreiche, mache ich aber jetzt nicht mehr für den LPT. Also wenn ich nochmal einreichen würde, wahrscheinlich, das müssen wir diskutieren, das ist ja nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen. Das Ding ist also ich glaube, ich habe mal irgendwann durchgezählt, fast 20 Leute, die an dem Ding mitgearbeitet haben. Ne? Und wenn wir uns darauf einigen zu sagen, okay, wir probieren es nochmal und streichen den Punkt raus, sage ich, gut, probieren wir es noch. Wäre eine Möglichkeit, würde ich einfach so sagen. Obwohl ich es auch schade finde, weil ich finde, wir sind relativ kritisch mit unseren Abgeordneten, aber wir definieren eigentlich nicht, was wir von denen erwarten.
weder mit der Mandatsregelabgabe, da sind die Meinungen auseinander. Das ist nicht, es gibt nicht die eine Meinung, die sagt, die müssen es machen oder die müssen es nicht machen. Wir gehen halt zu sehr auseinander und bei vielen anderen Dingen auch. Deswegen brauchen wir so einen Kodex, meiner Meinung nach, um einfach mal so einen Leitfaden zu geben, wie man sich einen Piratenabgeordneten vorstellt, der sagt so, ich versuche mich an dieses Ding zu halten. Es wird eh nicht 100% gehen, aber ich versuche mich daran zu halten und da könnt ihr mich auch versuchen noch festzunageln. Aber ich kann nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Ich kann nicht auf jeden, der mir sagt, du musst das und das machen, du musst das und das. Da sind zu viele widersprüchliche Dinge dabei. Deswegen wäre so ein Leitfaden meiner Meinung nach eine ganz brauchbare Geschichte. Zur Mandatsträgerabgabe selber muss ich sagen, bin ich der Meinung, wir haben die 1%ige, das 1%ige Gehalt, also das Abgaben vom Gehalt sollte man eigentlich, wir sollen ja 1% als Mitgliedsbeitrag von unserem Gehalt bezahlen, so. Finde ich eigentlich zumindest für den Mandatsträger, wenn schon kein anderer macht, finde ich das eigentlich einen vernünftigen Ansatz, dass man das macht, aber auf freiwilliger Basis. Also. Ja, wie freiwillig ist es dann, wenn du es irgendwo schon mal aufschreibst und sagst, das ist die Mandatsträgerabgabe und es macht irgendwie die Hälfte oder mehr, mehr von der Fraktion und dann kriegt man dann gesagt, du machst das ja nicht, oder? Ich meine, ja, man kann es auch anonym machen. Das zum Beispiel. Also es wäre ja dann ein Mitgliedsbeitrag. Wenn die ihren Mitgliedsbeitrag bezahlen, ist der Mitgliedsbeitrag erstmal grundsätzlich anonym. Also da steht nichts drin. Aber stimmt, da ist natürlich ein gewisser Gruppendruck da, aber ich glaube, wir sollten Mandatsträger wählen, die so viel Rückgrat haben, dass sie sich auch dagegen wehren können und nicht einfach sagen, okay, weil das alle machen, mache ich das auch. Wir reden von Fraktionszwang, wollen denn nicht, aber dann haben wir Abgeordnete, die sich nicht hinsetzen können und ihre eigene Meinung artikulieren können. Ja gut, das ist sozialer Druck in gewisser Form dann, also der da aufgebaut werden kann, sage ich mal. Ja, aber da, wenn man da genügend, ich sag mal, Standing hat und auch versucht, Rückhalt bei anderen Leuten zu bekommen, kann man sicherlich auch Unterstützung außerhalb der Fraktion bekommen, die dann sagen, ja, ich kann das verstehen, dass es nicht bezahlt oder dass er so viel bezahlt oder dass er halt jetzt mal ausgesetzt hat oder was auch immer. Aber ich finde, also Mandatsträgerabgabe ist echt ein Wunderpunkt bei uns Piraten, den da kann man, glaube ich, auch, das hat auch Shitstorm-Potenzial, denke ich. Wie stehst du zu der Schaffung von Antidiskriminierungsbeauftragten? Ich war überrascht, dass wir es brauchen. Hast du es nicht kommen sehen, dass wir es brauchen? Wofür? Wo haben wir diskriminiert? Wird bei uns irgendjemand diskriminiert? Es haben ja immer wieder Frauen gesagt, dass sie diskriminiert wurden. Gut, also das habe ich so nicht mitbekommen. Also, jetzt in Hessen, auf Bundesebene, lassen wir mal das aktuelle Beispiel gerade raus, aber auf Hessen habe ich nicht das Gefühl, dass wir ein Problem mit Frauen haben. Also dass Frauen mit uns ein Problem haben, glaube ich einfach nicht. Also du warst auf dem Frauenstammtisch, ich weiß nicht, hat sich der nur daraus gegründet, weil Frauen auf, ich sag mal, allgemeinen Stammtischen untergehen? Oder was war die Beweggründung dazu, den Stammtisch zu gründen? Das weiß ich gar nicht, ich habe den gar nicht mitgegründet. Also ich glaube aber, das war mit einer der Beweggründe. Also wir versuchen ja alle Gruppen, Männer wie Frauen zu integrieren. Wir haben, wenn sich eine Frau hinsetzt und ich habe noch nie mitbekommen, dass eine Frau deswegen gebasht wurde, weil es eine Frau ist. Und das wäre Diskriminierung. Wenn das Thema schlecht ist, schlecht vorbereitet oder wenn sie halt krude Ideen hat, dann ist das meiner Meinung nach nicht diskriminierend, nicht frauenfeindlich. Aber es ist halt eine Meinungsäußerung. Und wir haben Behinderte in unseren Reihen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand mal irgendwas dazu gesagt hat. Wir sind eher pro. Wir wollen Gebärdendolmetscher bei Parteitagen dabei haben. Wir setzen uns da schon viel mehr mit ein. Also ich finde, ich war überrascht, dass es sowas geben sollte. Also das muss ich ehrlicherweise sagen. Grundsätzlich würde ich mich da bei der Entscheidung enthalten. Wenn die Mehrheit das möchte, ist es gut. Wenn es keine Mehrheit gibt, ist es auch okay. Also. Okay. Also du würdest ihn sozusagen dulden. Dulden? Das klingt so wie der Vorreiter vorweg. Ich dulde euch. Nee, also ich würde es... dulden? Das ist schlecht. Also ist okay. Also ist okay, dass es den gibt. Also die Frage ist, Antidiskriminierungsbeauftragter und Vertrauenspirat. Gab es in der Vorstandssitzung so ein großes Hickhack irgendwie? Also ist das... Siehst du das wie der Vorstand, dass man dann sagt, nee, wir wollen das nicht, also einer, der irgendwie vielleicht auf Mailinglisten irgendwo auch eingreifen kann oder sowas? Und ich habe die Vorstandssitzung, diese habe ich nicht verfolgt. Die Idee des Vertrauenspiraten finde ich, das hat irgendwie so einen Charme. Ich meine, im Berufsleben gibt es auch
diese Position von Leuten, die also da vermittelnd tätig werden sollen. Also ich finde die Idee grundsätzlich gut. Die Frage ist, ob das auch angenommen wird, weil ich das Gefühl habe, dass es gibt durchaus Leute, die vermittelnd eingreifen wollen in irgendwelche Streitereien, Shitstorms und Bashing, aber die Leute, die dann gerade am Bashing dran sind, das gar nicht interessiert. Also es gibt ja Leute, die zur Mäßigung aufrufen, aber es wird meistens überhört. Ja. Finde ich. Aber ich finde einen Bashing-Beauftragten, wie ist er noch? Konfliktbeauftragten eigentlich. Ein Vertrauensberater. Ein Vertrauensberater. Genau. Eigentlich eine ganz gute Idee. Okay. Wie stehst du zu Burschenschaften? So ein Thema habe ich mich nie mit beschäftigt. Als ich studiert habe, weiß nicht, hat sich die Frage nicht gestellt. Ich muss sagen, da bin ich nicht wirklich informiert drüber. Ich habe gehört, dass Burschenschaften zum Teil relativ rechts eingeordnet sind. Das ist jetzt nicht so meine Wellenlänge. Das müsste es nicht sein. Aber kann er machen, was er will. Okay. Soll sich ein LV auch zu Bundesthemen, wie zum Beispiel der Kernkraft, positionieren? Ja, auf alle Fälle. Also es gibt eine ganze Menge Themen, die im Bund nicht vorankommen. Ich finde, da ist der LV gefragt oder auch der KV gefragt, auch da mal ein gewisses Momentum zu schaffen, dass auch andere Leute sehen, da ist durchaus diese Meinung da, dass wir gegen Kernkraft sind oder gegen irgendwelche anderen Dinge und das aufbauen. Zum Teil sind aber auch vor Ort Probleme, wenn man jetzt ein Kernkraftwerk vor der Haustür stehen hat, ist es vielleicht auch ein anderer Ansatz, dass man da schon dieses Thema vorantreiben will. Doch, ich finde schon, dass ein LV also auch zu Bundesthemen Stellung nehmen soll. Und siehst du das nicht irgendwie als Problem oder so, wenn sich der LV Bayern pro Kernkraft positioniert, Hessen kontra, Baden-Württemberg wieder pro, NRW kontra oder so? Das wird schwierig. Klar, das ist natürlich ein Problem. Bei Kernkraft sehe ich das Problem, glaube ich, eher weniger. Oder haben sich die Bayern dafür ausgesprochen? Nee, das war nur ein Beispiel. Ich habe keine Ahnung. Das ist schon ein Problem, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir Piraten so absolut gegensätzliche Meinungen aufbauen würden, dass in verschiedensten Landesverbänden so unterschiedliche Sachen da rumkommen. Nehmen wir das Beispiel BGE. Nehmen wir das Beispiel Bayern und Berlin. Also Bayern und Berlin. Das ist ja gut, da hast du natürlich recht. Aber Bayern hat auch keinen LV-Beschluss gemacht, dass sie gegen BGE sind, ne? Oder haben sie das gemacht? Ich glaube, das ist eine gute Frage, ob sie das überhaupt noch können, wenn wir das auf Bundesebene genau beschlossen haben, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Enquete-Kommission einrichten, die guckt, wie das machbar ist, können sie ja schlecht sagen, nee, die Piraten Bayern wollen gar kein BGE. Also das Problem ist ja auch nur, wenn Bayern kein BGE will, Baden-Württemberg will, Hessen will nicht und es geht so weiter und im Bund haben wir keine Entscheidung. Dann ist es natürlich für die Außendarstellung schlecht, aber auf der anderen Seite, wir sind auch vielfältig. Wir müssen nicht alle die gleiche Meinung haben und wir können auch beim nächsten Mal diesen Beschluss wieder umwerfen. Da wir jetzt im Bund die Entscheidung haben, Ober sticht unter, ist es eigentlich unerheblich, was Bayern dazu sagt, weil wir es halt durchhaben. Aber trotzdem bin ich dafür, LV und auch KV-Ebene sollen auch politische Entscheidungen sowieso, aber auch über ihren Bereich hinaus, vielleicht der KV nicht gerade auf Bundesebene, aber aus ihrem Bereich hinaus Entscheidungen oder politische Position beziehen, genau. Okay. Wie findest du, sollten die Piraten untereinander horizontal und vertikal kommunizieren? Das ist eine Fangfrage, ne? Ich weiß es nicht, ich finde die ganz komisch. Ich glaube, also, die Fragen, ich weiß es nicht. Die wurde jedes Mal anders interpretiert. Haben wir die auch überhaupt allen gestellt? Also ich meine, Stefan und Thomas haben wir das, glaube ich, ausgelassen, diese letzten Fragen. Haben wir den gestellt. Also bekannt kommt sie mir vor. Ich habe sie irgendwo, glaube ich, im Stream. Okay. Aber, also, wie sollen wir kommunizieren? Ich sag mal von Angesicht zu Angesicht. Ich finde, wir müssen den persönlichen Kontakt viel mehr stärken. Vernetzung, wir haben es jetzt schon dreimal erwähnt, ist wichtig und Vernetzung im tatsächlichen Leben und nicht nur Vernetzung über eine Mailingliste. Das ist, also wenn man auf der Mailingliste jemanden sucht, der einen unterstützt, ist es meistens viel schwieriger, Unterstützung zu finden, als wenn man jemanden kennt und sagt so, kannst du nicht mal, komm nochmal vorbei, wir machen einen Infostand und man macht das auf einer Mailingliste, dann meldet sich meistens der gleiche oder gar keiner. Und da denke ich, im wirklichen Leben, also Real-Life-Treffen ist für mich das Wichtigste, ob horizontal oder vertikal.
Ich denke, wir haben keine Hierarchien, dachte ich bisher. Oder haben wir Hierarchien? Also ich glaube, das ist so KV-LV-mäßig gedacht, oder? Dass man also der KV darf dann nur innerhalb des KVs reden und an der nächsten Ebene darf der Vorsitzende des KVs mit dem Vorsitzenden des Vorstands Landesvorstands. Nee, wieder Vernetzungsfrage? Vernetzungsfrage. Also, wie gesagt, komische Frage. Ja. Bist du eher ein Konsensvorstand oder siehst du deine Funktion darin, auch Kritik zu äußern, beziehungsweise Konflikte manchmal auch zu schüren, um Debatten anzutreiben? Konflikte schüren, um Debatten anzutreiben, das halte ich für kontraproduktiv. Konsensvorstand in einer gewissen Art und Weise ja, aber Kritik auch. Also meiner Meinung nach schließt sich das beides nicht aus. Im Endeffekt müssen wir eine Konsensentscheidung treffen, aber wir müssen sie alle tragen. Also wenn wir einen Vorstand machen, muss der ganze Vorstand diese Entscheidung tragen. Das heißt, da muss schon irgendwie alle Probleme ausdiskutiert werden und der Findungsprozess muss im Konsens gehen. Aber Kritik muss auch sein, muss auf alle Fälle sein. Und ich bin eigentlich eher einer, der eher Kritik äußert und sich da gelegentlich mal versucht zurückzuhalten. Also im Real Life, im Mailinglisten finde ich, das funktioniert das überhaupt nicht. Aber Kritik ist auf alle Fälle wichtig und es schließt sich echt beides nicht aus. Es muss beides sein, sonst funktioniert es nicht. Wie und welche programmatische Entwicklung wünschst du dir für die Piraten? Wie findest du, sollten die Piraten sich in Zukunft positionieren? So. Ja. Wenn wir mal mehr politische Arbeit machen würden, dass wir mehr Themen ausarbeiten, hätten wir sicherlich auch die Möglichkeit, uns noch weiter zu positionieren. Aber da wir Weltmeister uns gegenseitig auf die Rübe schlagen sind, habe ich das Gefühl, dass wir viel Stillstand haben. Ne? Wir könnten viel produktiver sein, die Energie anders umsetzen, viel mehr machen. Ich glaube, die Frage zielt auf, sollen wir zu jedem Thema eine Meinung haben oder sollen wir so kleine Kernpartei bleiben? Wie schreibt er das denn nicht, wenn er das fragen möchte? Es kann sein, dass er es auch nicht meint, dann ist das so eine... Also ich finde, dann muss Matthias das interpretieren. Also ich interpretiere das jetzt. Also so wie du das jetzt gefragt hast, würde ich nicht sagen. Also ich bin der Meinung, wir müssen uns weiterentwickeln. Wir müssen uns auf alle Fälle weiterentwickeln. Ich bin kein Kerni. Also ich finde nicht, dass wir uns auf den Kernbereich zurückziehen sollten, weil die Fragen sind viel zu vielschichtig. Allerdings sollten wir auch nicht auf jeden vorbeifahrenden Zug aufspringen, nur weil das jetzt gerade mal ein brandheißes Thema ist. Wir müssen nicht zu alles eine Meinung haben, wenn wir da keine Meinung zu haben. Aber den Kopf in den Sand stecken und nichts tun, ist auch keine Lösung. Also wir müssen schon zusehen, dass wir uns, sagen wir, dass wir so eine Piratenkultur entwickeln, wie wir mit neuen Ereignissen umgehen, dass wir auch zeitnah Entscheidungen dazu treffen können. Also ich bin für Erweiterung des Programms, aber nicht auf Teufel komm raus. Die Idee zum Beispiel, ich glaube Ralf war das, der das auch gebracht hat, war mit dem... Das ist das Kernprogramm, erweitertes Programm oder dass man das so ein bisschen aufteilt. Ich finde, das hat einen gewissen Charme mit den Positionspapieren, dass man, sagen wir mal, erstmal rudimentär etwas aufschreibt, wie man sich etwas vorstellen kann, bevor das dann tatsächlich programmatischer Punkt wird. Finde ich eigentlich ganz okay, aber Weiterentwicklung auf alle Fälle. Wie willst du mehr Piraten dazu motivieren, sich einzubringen? Reden. Mit den Leuten reden. Ich glaube, es ist einfacher, wenn man Leute im persönlichen Gespräch von seinen Ideen begeistert und wenn man Aufgaben hat, Unterstützung zu bekommen. Also Vernetzung ist das fünfte, das sechste Mal erwähnt worden, ist extrem wichtig dazu und wir müssen auch zusehen, dass wir, ich sag mal, Neue mit ins Boot holen und auch Vertrauen in Neue haben, dass sie verantwortlich im Sinne der Allgemeinheit, der Piratenallgemeinheit umgehen. Also wir müssen nicht an der Frage vorbei. Ne? Nö, gar nicht. Hier sind wir. Willst du mehr Piraten dazu motivieren, sich einzubringen? Okay, also das wäre so mein Ansatz. Ne? Ich finde, wir haben eine ganze Menge Möglichkeiten mit was wir schon für Aktionen machen. Das müssen wir einfach noch intensivieren. Okay. Warum sollen wir gerade dich wählen? Hey, weil ich cool bin? Was hat Mongus gesagt? Glaube ich, das war's, ne? Weil ich cool bin? Deshalb sollen ja Mongus wählen. Warum sollen wir dich wählen? Weil ich auch cool bin. Weil ich bewiesen habe, dass ich den Drive habe, die Sachen nach vorne zu bringen. Ne? Dass ich nicht irgendwo stehen bleibe, sondern dass wir
ich sag, frag die Leute, Wetterau ist natürlich jetzt weit weg für einen Frankfurter, aber man könnte da mal hinfallen, sich mit den Leuten unterhalten. War ironisch, Entschuldigung. Ich frage dann den Alex. Frag den Alex. Alex ist sicherlich wahrscheinlich eine gute Quelle, weil er wahrscheinlich meiner Person gegenüber sehr kritisch ist. Aber ich denke, der wird einige Sachen von denen unterstützen. Zum Beispiel, dass ich der Vorwurf in der Wetterau war, zum ein Vorwurf an mich war zum Beispiel, ich laufe vorweg ohne und verliere die Leute dahinter. Und das muss ich echt also anders machen. Das ist etwas, was man mir, was der Alex oder ich weiß nicht, wer das gesagt hat, wir brauchen den Druck, nach vorne zu gehen. Wir müssen ziehen, die Leute mitziehen, auf die Wahlen drauf zu, ist es extrem wichtig, die Leute mitzuziehen. Aber wir dürfen den Abstand zwischen Masse der Leute und Vorweglaufen nicht zu groß werden lassen, dass die nicht mehr hinterherkommen. Und deswegen braucht man einen Vorstand, der da auch ein Tempo vorgibt und nicht auf der Stelle tritt oder nur langsam arbeitet. Und ich denke, ich bin der Meinung, dass ich das kann, dass ich das bewiesen habe. Wir haben den Hessen-Campus, wo das auch am Anfang überhaupt nicht in die Gänge kam, wo ich das dann irgendwann vorangetrieben habe und das dann auch anfängt zu funktionieren. Vorstand Wetterau, genau das Gleiche, die anderen Sachen. Also da ist eine ganze Menge, was ich denke, was ich in den Vorstand einbringen kann, wo ich glaube, dass da meine Position ist. Okay. Das waren dann Fragen. Oder? Oh. Die untersten drei, die hatten wir eigentlich schon. Haben wir denn nicht die Frage gestellt, wie stehst du zu einer Umfrage Piraten für mehr oder weniger Staat? Die haben wir gar nicht gestellt. Die wurde aber davor beantwortet. Also die Umfrage? Weiß ich nicht. Also ich kann es auch nochmal beantworten. Wie stehst du zu einer Umfrage Piraten für mehr oder weniger Staat? Wie stehe ich zu einer Umfrage? Fragezeichen. Umfrage ist gut. Finde ich gut. Also okay. Wenn da eine Umfrage gemacht werden soll zu x-beliebigen Themen, lass uns die Umfrage machen. Weniger Staat, mehr Staat. Ich bin auch eher der Meinung, weniger Staat. Das ist aber meine persönliche Meinung. Aber wir haben die Umfrage, da würde ich nie Nein sagen. Also auch wenn wir uns über den Rechts- und Linksverkehr nochmal auseinandersetzen sollten, wenn wir da eine Umfrage zu machen, wäre ich der Letzte, der zu Nein sagen würde. Ich hoffe jetzt nicht, dass morgen einer dabei ist. Aber klar, weniger, ich finde dafür weniger Staat. Also ich finde auch, wir haben die Allgemeinbevölkerung hat so eine Vollkasko-Mentalität. Für uns ist alles geregelt. Ich glaube, es ist nicht so. Wir müssen auch selbstverantwortlich durch unser eigenes Leben durchgehen. Und deswegen ist weniger Staat. Dann wie stehst du zum Sozialstaatsprinzip? Zum Sozialstaat finde ich gut. Also den Sozialstaat an sich finde ich gut. Wo würdest du dann das bei für weniger Staat, wo würdest du dann den Staat rausnehmen wollen? Ja, zum Beispiel mal weniger Verkehrsschilder aufbauen. Und eventuell in Kauf nehmen, dass es dafür mehr Unfälle gibt oder so? Nein, das nicht. Aber in unserem Staat ist extrem viel geregelt. Ja, finde ich jedenfalls. Und ich bin der Meinung, man kann auch einfach Dinge laufen lassen, ohne jetzt Verkehrsschilder abzubauen und zu sagen, wir nehmen die Verkehrstoten in Kauf. Das muss es nicht sein. Aber werden die nicht in der Entwicklung geregelt, weil eben sich davor die Leute wegen solchen Sachen dann die Köpfe eingeschlagen haben oder so? Aber das sind doch die extremen Auswüchse. Wir tendieren doch dazu, aus Kleinigkeiten neue Gesetze zu machen, wo Einzelfälle hochstilisiert werden, als Begründung herzuhalten für ein ganz neues Gesetz, das, ich meine, Zugangserschwernisgesetz. Ich meine, die Begründung dafür war, Hanebüchen hätte nie funktioniert. Aber es wurde ein Teilproblem genommen, um so eine richtige Kanone darauf zu packen. Und das kann nicht sein. Da brauchten wir weniger Staat, um sowas zu machen. Also das sehe ich nicht so. Also ich bin nicht der Freund von mehr Staaten, der Staat muss alles regeln. Nee, überhaupt nicht. Also Köpfe einschlagen, also ich glaube, das Problem wird auch überbewertet, denn ich denke nicht, dass wir uns dauernd die Köpfe einschlagen. Also ein Sozialstaat, ich finde den Sozialstaat gut, ich finde das BGE, ich bin Befürworter des BGEs, für mich ist BGE eine Zukunftsvision, auf die wir darauf zuarbeiten sollten, das wird sicherlich nicht meine Generation, eure Generation, ich denke, werden wir wahrscheinlich nicht mehr wirklich erleben, geschweige denn, dass wir es noch genießen können. Aber es ist etwas, wo es sich meines Erachtens lohnt, drauf zuzuarbeiten. Ja, aber ich muss dich nochmal zur Staatssache grillen. Kann es sein, dass du, dass du das so ein bisschen den Staat nur auf die Gesetzgebung, wie heißt es, beschränkt hast oder so? Weil der Staat ist doch auch zuständig für Infrastruktur, für die Schulen, für Krankenhäuser. Ja, zum Beispiel, wärst du dann eher dafür, dass es mehr private Krankenhäuser gibt oder Krankenhäuser, die von privaten Betreibern geführt werden? Oder dass es halt staatliche Krankenhäuser vor allem gibt? Okay, hast mich gepackt. Da habe ich auch nicht dran gedacht. Nee, ich hab's gemerkt. Oh
Okay. Bildung wäre dann das nächste Thema. Ich habe es in der Tat nur auf die Gesetzgebung bezogen. Übrigens, das meiste sind Verwaltungsakte und gar keine Gesetzgebungssachen, die Leute so stören. Ich habe vor einigen Jahren ein Haus gebaut. Ich kann dir sagen, es ist die Katastrophe. Du möchtest einfach nicht durch diese Grenzen. Ist dir dann egal, ob es ein Gesetz oder ein Verwaltungsakt ist. Ne? Ob du nach § 68 oder 69 baust. No, das sind nur geldliche Unterschiede und macht elendig viel Arbeit. Aber es ist eine andere Geschichte. Infrastruktur gehört meiner Meinung nach in staatliche Hand. Also so wie es jetzt ist, plus Internet gehört meiner Meinung nach auch in die staatliche Hand. Und zwar so, dass jeder daran teilnehmen kann. Es kann nicht sein, dass wir, ihr habt wahrscheinlich eine relativ gute Anbindung, ich da draußen auf dem Land habe mittlerweile auch eine gute Anbindung, aber hatte mehrere Jahre eine Katastrophenanbindung. Das kann es nicht sein. Wir müssen Internet sowas machen, dass jeder dahin kommt. Wasser, in Berlin ist das Wasserwerk verkauft worden, das Wasserleitungssystem. Das geht meiner Meinung nach nicht. Ne? Das ist von Steuergeldern aufgebaut worden. Ne? Das wird vorher nochmal saniert und dann wird es verkauft. Das kann es nicht sein. Das ist Autobahn. Infrastruktur, Autobahn genau das Gleiche. Das sollte auch nicht outgesourced werden. Krankenhäuser ist natürlich wieder so eine Sache. Es gibt die Krankenhäuser in staatlicher Hand, es gibt die kirchlichen Geschichten, es gibt die ganz privaten. Die kirchlichen sind auch in staatlicher Hand. Sind auch, aber es ist meistens ein kleiner Anteil von Kirche, die noch mitbezahlt. Das ist aber relativ selten, wenig. Selten, ja, 5% oder sowas. Aber bin ich durchaus für, allerdings muss ich sagen, bin ich in der Gesundheitspolitik nicht ganz so bewandert. Aber grundsätzlich ist das schon ein Teil, den man im Staat lassen sollte. Ja. Okay. Ja gut. Ich würde sagen, mit den Fragen sind wir durch. Auf Twitter kam da jetzt auch irgendwie nicht so viel Resonanz. Müssen wir mal gucken, wie viele überhaupt im Stream waren. Aber das kommt ja auf YouTube und du kannst dich dann selber angucken und nachschauen. Okay. Zeitlich gesehen warst du jetzt gar nicht mal so schlecht, so von wegen Stunde 10 ungefähr. Ich habe noch 5 Minuten. Ja, kannst du auch ein Schlussstatement machen. Nee. Wählt mich, es reicht mir. Okay, noch irgendwen grüßen. Mama. Jetzt auf 5 Minuten grüßen muss werden. Nee, ist okay. Also wir können das von mir aus auch... Alles klar. Matthias, Dankeschön. Und gern geschehen. Dann sehen wir uns wieder auf dem LPT und ich schalte jetzt mal ab. Alles klar. Bis dann. Alles klar. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.